Für mich eine wichtige Lern- und Lebenserfahrung war, dass ich aus einer Großfamilie stamme. Ich bin das siebente von sieben Kindern. Ich habe Führung von unten gelernt. Schon früh lernt Heidi Weber-Rüegg, was Führung bedeutet und wie sie funktioniert. Und sie erkennt, wie man in scheinbar unveränderlichen Systemen und klaren Hierarchien neue Wege gehen kann. Wachstum ist ihr Motor. Raus aus der Rolle der Siebenten von Sieben. Und tief verwurzelt ist die Erkenntnis, dass Freude, Leichtigkeit und Erfolge schafft. Dies bestimmt ihr Leben von klein auf. Über das Gemeinsame, über die Vision, über ein verbindendes Ziel in die Freude zu kommen und damit wieder viel mehr Leichtigkeit und Spaß natürlich auch reinzubringen und Ziele zu erreichen in einer Art und Weise, wo wir heute sagen, aber dann ist es ja gar nicht mehr harte Arbeit, dann sage ich, nee, dann macht es Freude und du kommst viel leichter voran. In ihrem Berufsleben kann sie ihren ureigenen Führungsstil weiterentwickeln. Ob während der kaufmännischen Ausbildung, als Kindergärtnerin oder im großen Konzern. Immer angetrieben von der Liebe zum Leben. Sie ermutigt Menschen und befähigt sie zu erkennen, zu spüren und zu erfahren, dass Führung Spaß machen und leicht sein kann. Die Einzelnen und somit das gesamte System zu stärken und noch erfolgreicher zu machen. Das ist ihre Mission. An die Hand, um Mut zu entwickeln, Schritt für Schritt neue Wege zu gehen und loslassen zu können. Und eröffnet damit Chancen, um Freiräume zu schaffen für jeden Einzelnen. Meine Aufgabe als Brückenbauerin, die das bestehende System mit dem neuen, mit den neuen Anforderungen zusammenführt. Und nein, das ist nicht immer ein großer Aufwand. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die nachher das große Wunder bewirken. Heidi Weber-Rüegg. Sie kommt mit offenem Herzen, um Herzen zu öffnen.